Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier mit dem nächsten Spiel, und das heißt Hertha BC Berlin Heimspiel im DFB-Pokal. Wir wollen ins Halbfinale und dadurch ist Hertha der nächste Stein, der aus dem Weg räumen muss. RB haben wir in der letzten Runde geknackt und jetzt holen wir uns mit Hertha hoffentlich den nächsten Sieg. Letztes Mal sind wir im Viertelfinale gegen Frankfurt ausgeschieden mit diesem 0:1 in Frankfurt. Jetzt haben wir ein Heimspiel. Und hoffen natürlich auf ein Weiterkommen. Letztes Spiel in der Liga. Heimspiel gegen Hertha. Erinnert sich. Ja, glattrot für die Berliner. Und 5:3. Wo sie in der Halbzeit schon, glaube ich, irgendwie 5:2 standen. Und dann traf halt immer noch nur Mateusz Kunja noch. Na gut. Gucken wir mal rein. Eben kurz noch in die Scouting-Berichte. Da haben wir noch irgendwie was. 48 bis 62, 45 bis 60. Den kann man noch verpflichten. Aber so habe ich jetzt gerade. Oh, nur 41, 69. Doch, den nehme ich noch mit. Da bauen wir den nämlich. Bauen wir uns ein Netzwerk noch ein bisschen auf. So, dann haben wir den auch drin schon. Ah, der ist von Malaga. Ja, stimmt, der ist von Malaga gegangen. Ja, hier. Nehme ich den mal raus, bevor ich das irgendwie die ganze Zeit drin habe. So, verpflichten wir mal den. Ansonsten habe ich jetzt. So. Ja. Und die werden weiter beobachtet, die Jungs. Jetzt fangen wir von meiner Tee. Ajax Amsterdam, okay. 10 Millionen, keine Aktion verfügbar, keine Aktion. So, dann gehen wir mal ins Verhandeln mit Ajax Amsterdam. Komm, Jungs, ihr habt doch noch ein bisschen Kohle in der Tasche. So, also ich möchte mal 12 Millionen, aber nimmt, dann habe ich zumindest wieder ein bisschen Transferspielraum. Ich kann ihn momentan einfach nicht bringen, weil ich, Becker hat sich festgespielt, Kader Rabeck ist zumindest eine Alternative dafür. Ich hörte heute auch mit dem Mist, ey. Haben wir mir 1,7 Millionen, können wir nicht anbieten. Naja, super, das ist eine Überraschung. Gegenangebot, pass auf. Ich sag 10 Millionen. Ihr habt da. Komm, Ajax, ihr schwimmt doch mit den Kohle, mit der Jugendarbeit. Ihr müsstet doch Minimum 10 Millionen haben. Wie gesagt, gut, die wollen vielleicht nicht mehr, aber ich möchte ein bisschen Gewinn machen Richtung Marktwert. Weil 7 Millionen sind momentan nur wert. Ach, dann vergiss es. Tut mir leid, also unter 10 Millionen gehe ich nicht runter, weil ich ein Spieler, ich will zumindest ein bisschen was über Marktwert haben. Und das ist genau das, was ich meine. Pass auf, ich bin normalerweise nicht der Fan davon, aber komm. Also, das ist das allerletzte Angebot vor allem. Ne, dann ist es dumm. Tut mir leid. Sorry. Schade, ich krieg irgendwie gerade nichts für die Summe los, die ich ihn gerne hätte. Gut, nächstes Spiel ist wie gesagt Hertha BSC Berlin und wir gehen kurz in die Pressekonferenz. Da wollen wir nämlich auch noch was probieren. Da danke, heißt, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. So, wird definitiv ein schweres Spiel. Wir wollen nicht arrogant auftreten. Die anderen auch sagen, wir meiner Meinung nach ziemlich arrogant gewesen. Und deswegen schauen wir mal, ob wir in Berlin heute oder zu Hause. Ja, das Tor ging. Sieg ist Sieg. Es war knapp, weil der Keeper einfach alles gehalten hat von denen, außer das eine Ding. Uah.
So. Wir sind überall gut besetzt. So, ich darf mich bei allen bedanken. Das war's für heute. Gut, gehen wir rein ins Match. Komm. Gehen wir mal rein ins nächste Match. Wie gesagt, wir wollen ins Halbfinale des DFB-Pokals. Wir wollen nächste Saison, egal wie das in der Liga ausgeht, international spielen. Und das haben wir uns letzte Saison vertagt. Das ist im Halbfinale aus in der Europa League gegen Juve. Gut, das war knapp, da haben wir das Hinspiel eigentlich entscheiden müssen. Dann das Viertelfinale aus gegen Frankfurt. Da haben wir verdient verloren, das muss ich so sagen. Und jetzt wollen wir natürlich den Schritt weitergehen. Und das nach dem Sieg gegen RB will ich natürlich mehr. Aber schauen wir mal. Nee. So. Jetzt mit zwei Spielern, okay? Aber das sind 23.000 Punkte. Und wir sind Erster. Tada. Egal. Ich bin nicht so Fan von diesen Trainingsspielchen. Seit Tagen gibt es kaum ein anderes Thema als diese Partie. Das Stadion ist bestens besetzt und die Fans freuen sich drauf. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Hertha BSC. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns steht am heutigen Tage das Viertelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Schalke 04 gegen Hertha BSC. So, Viertelfinale also in diesem Wettbewerb. Die Nerven spielen eine immer größere Rolle. Das haben wir alles schon erlebt. Und natürlich ist das kein Selbstläufer. Du musst Bestleistung bringen, sonst bist du ganz schnell raus. Über ihn wurde vor diesem heutigen Spiel viel gesprochen. Denn er spielt heute das erste Mal gegen seinen ehemaligen Verein. Das sind besondere Spiele. Absolut, Wolf. Da sind dann auch Nerven gefragt. Du kennst das Umfeld, kennst noch den ein oder anderen Spieler. Hast hier viel erlebt und das musst du dann eben ausblenden. Du musst dich konzentrieren, das ist keine leichte Aufgabe, aber eine typische für den Profifußball. Es zählt der Club, für den du gerade spielst, wo du unter Vertrag bist. So, auf jeden Fall geht es jetzt gleich los mit dem Pokal Viertelfinale gegen eben Hertha BSC Berlin. Wir sind in der Liga, trafen wir aufeinander, gab es dieses 5:3, 7 Tore in der ersten Halbzeit. Ja, aber wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen wollen. Immerhin 2 Elfmeter damals für. Und den Gegner zu Fehlern zwingen. Ah, ich hätte wechseln können, ich hätte den Torwart wechseln können. So, auf geht's. Anstoß durch die Schalke, Durchgang 1 läuft. Kurz in der Ausstellung, es wird auf jeden Fall, hat sich nichts getan. Ah, Hertha steht ein bisschen drin, also mal gucken, wie es wird. Marco Richter ist noch ein Verlust. Es wird ein anderes Spiel werden. Es werden keine 8 Tore fallen, vermutlich heute. Aber okay, mal gucken, wie es läuft. Und dann Lozano, Irving Lozano, der Mexikaner. Jetzt ist es ein Mexikaner, nicht ein. Den kennen wir deutschen Fans natürlich noch. Zu Genüge. Kam aus Eindhoven, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Oder hat in Eindhoven auf jeden Fall gespielt. Hat er sich den. Wieder jetzt Becker mit dem Ballverlust. Wieder gegen diesen Lozano. Ja, Kunja, den habe ich so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Gute Aktion, Spiel aus. Ja, Hertha will. Da reichen mahnende Worte des Spielers. Das wollte ich gerade sagen, das war kein Foul von mir. Jetzt hätte ich mich nicht schwer gewundert, warum er da hinten fällt. Weil die Situation nicht auch ausgeblendet, aber schau mal, was der Hertha-Spieler.
Jetzt mal ein schöner Ball auf Marco Richter. Hat der Richter die Chance, das 1-0 zu machen? Macht es auch. Yes! Direkt hinter. Ein perfekter Start in diese Begegnung. 13. Minute 1-0 für unsere Jungs. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und den Abschluss auch noch effizient. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. So, also erstes Pokaltor für Marco Richter sehe ich gerade unten eingeblendet. Würde ich mir auch schön wundern, wenn es nicht mehr sonst gewesen wäre. Aber okay. Beziehungsweise. Es hätte mich gewundert, er hätte mich eigentlich schwer gewundert, dass er nicht gespielt hat. Dass er nicht mehr hat. Aber gut, nimm es mit. Aber egal, Tor ist Tor. Egal, ob es das erste oder das zehnte ist. Letztendlich 4-1-0 und das ist ihm egal. Paulinho. Ja, der verpasst den Abspiel im Moment. Da haben sie jetzt den Ball. Ja, gegen Leverkusen noch so der Pechvogel, definitiv. Das könnte die Chance werden. Mal gucken, was heute besser macht. Drittes Spiel jetzt mittlerweile von ihm. Aber noch hat er kein Tor. Busilab. Ah, Busilab. Der jetzt einmal durchmarschiert. Aber ist keiner mit. Die Flanke da rein. Das kann auch anders ausgehen für die Berliner. Aber ist nichts passiert. Also, wir führen 1-0. Das ist erstmal das Wichtigste. Hertha macht aber auch viel. Schöner Ball auf Lozano. Der viel Druck macht da jetzt mal auf der. Seiner linken Seite und Becker Ecke für die Berliner. Greenwood macht sie, ehemaliger Menü-Spieler. Jetzt haben wir einen. Aber das ist keiner, der Herr Tanner irgendwie. Kein Blau-Weißer. Der kann noch ein bisschen anders rauskommen. Bujalab jetzt auf jeden Fall mal versucht, ein bisschen reinzukommen. Cordoba. Der ist gefährlich. Latzer. Jetzt mal mit Tempo. Ah. Paulinho gefällt mir gerade nicht. Das ist das Problem. Der hat nicht kein Zugriff im Spiel. Klar, wie gesagt, in Leverkusen viel Pech gehabt. Aber guck, es kann alles noch werden. Und jetzt der Ball auf Marco Richter gegen Boyata. Den kann er abhängen. Und da hält der Hertha-Keeper den Ball. Da kommt die Ecke. Oh, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Weiterer Eckball für Sie. Nächste Ecke. So, und Paulinho nochmal näher. Versucht es. Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Es gibt die nächste Ecke. Doch ein Sack. Flagge jetzt. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht. Ich komme nicht rein momentan. Wirklich. Ich bin nur, wie gesagt, in der Liga gab es schon 7 Tore in der ersten Halbzeit. Heute ist es bisher nur dieses eine. Aber wie gesagt, es kann ja alles noch werden. Herr Tab! Mit dem Ballverlust. Bujalab und das Ganze sogar zweimal. Druck gemacht, weg ist der Ball. Richter. Ja, Richter. Leck mich doch am Arsch. Ich krieg diesen Ball gerade nicht hin. Was macht er draus? Die Chance jetzt. Jetzt haben wir es. Paulinho. 2-0. Mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Nachgesetzt und dran geblieben und gemacht und getan und jetzt hat er dann sein Tor. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Busilab immer uns mit dem Ball gewinnen, der den dann noch holt und dann noch mal scharf macht und noch mal reinbringt. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute. Der Fan hinten und runter rastet aus. So hat er sich das erhofft.
Also, Tor für Blau-Weiß, erstes Saisontor, oder erstes Tor von den neuen Arbeitgeber. Jetzt macht er. Das war wichtig. Und zwar durchaus zurecht, denn sie waren hier das bessere Team. Es könnte klappen mit dem Halbfinaleinzug. Jo, Richter, Paulinho, der sind die beiden Tore, Torschützen, und wir führen mit 2-0 zur Pause. Das ist erstmal der erste Schritt. Wie gesagt, in der Liga führten wir schon mit 3 Toren zur Pause. Es wurde dann nochmal nur auf 2 zurück reduziert, weil die Hertha nochmal traf in der zweiten Halbzeit. Mal gucken, wie es heute wird. Nächstes Spiel. Weiter so läuft an. Gladbach gegen Freiburg. Ja. So, Paulinho muss ich jetzt leider tatsächlich doch rausnehmen, weil der ein bisschen platt ist. Da bringe ich meinen guten Zehner rein. Er muss leider zur Pause draußen. Wieder an Pfiff, die zweiten 45 Minuten in dieser Viertelfinalbegegnung laufen. Weiter geht's im deutschen Pokal. Viel Spaß. Ja, leider mit der, wie gesagt, Paulinho ist einfach nicht fit für die zweite Halbzeit. Aber ist egal, kann ja alles passieren noch. Meier. Ball ist wieder weg. Ah, der da muss weg. So wird das nichts mit dem Treffer. Ciao. Schöner Ball. Es gibt einen Neuzugang beim BVB, nämlich einen Spieler, den im Club eigentlich jeder als absoluten Wunschspieler bezeichnet. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Da riskiert der Kopf und Kragen. Nö, war doch gar nicht mal. Aber es ist ja gut, perfekt gelöst, die Situation. Die Gäste werden wechseln. Kein Abseits über uns. Richter mit der Seite. So, was war's? Oh, da ist er durch. Wird Ecke geben. Ecke, okay. Ja, ich wollte den Moment noch mal zurücklegen. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Jetzt kommt die Ecke. Was für ein Sturm. Der war so frei vom Ball, vom Kopf. Was für eine Rettungsstart. Gefährlich jetzt. Egal, dann machen wir es halt im Nachzug. Und das ist ein Innenverteidiger, der das Ding hier macht. 3-0. Nächstes. Sofort der Druck, sofort das Draufgehen. Und dann passieren halt diese Fehler. Hamel Bella Kotschap. Er hat eigentlich das Ding sicher. Und er kriegt das nicht hin. Und dann lässt er einfach mal 3 Mann stehen und haut das Ding dann rein. Auf jeden Fall 3-0. Jetzt. 60. Minute. Jetzt kommt der Wechsel. Ach, das ist gar nicht höher. Ah. Das ist doch ein fünftes System. Egal. Scheiß drauf. Ich dachte, wäre der gewesen. Der Mexikaner. Halbe Stunde noch. Dann ist das Spiel vorbei. Ja. Also 3-0 auf jeden Fall zur Pause. Jetzt gerade so zwischendurch. Auch der Ball kommt an. Figoli. Sofian Figoli. Ja, ja. Ohne große Mühe den Ball abgefangen. Deroso. Deroso, den aber wirklich alles freilassen. Und er knallt das Ding um in den Winkel. Und dann sind es noch 64 Minuten 4-0. Und damit herzlich willkommen im Halbfinale. Einfach mal reinmarschiert. Na, wir lassen einfach laufen. Na, schön, das nehmen wir mit. Der gehen wir mal weg. Brauchen wir nicht. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch. Und genau deswegen habe ich ihn auch geholt, weil er genau über die Außen die Power hat. Das ist. So, dann kann ich jetzt mal noch einen zweiten Wechsel ziehen. Und mal den ehemaligen Berliner noch bringen. Ist eine beruhigende Führung für Sie. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Piontek. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Die Nummer 16. Arne Meyer. Die nächste Partie in der Bundesliga. Jetzt Stuttgart, okay. Für den FC Schalke. Dann geht es zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das, ah, den Ball, der darf da nicht weg. Neue der Partie, die Nummer 19.
Matheus Cunha. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gute Chance für eine Flanke. Er passt gut auf. Ja, kommt aber keiner. Kommt aber keine Flanke. Genau so ist es. Und damit ist er abgelaufen. Bella Gotcha, der ihm das Tor gemacht hat, schon das 2-0. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Richter. Was machen Sie draus? Ich sehe dich. Ah, ich habe den Rose und auf der Außen gesehen, aber der vorne war noch Kobylanski. Jetzt kommt hier der Wechsel. Nicht mehr im Spiel. Ecke in die Mitte. Das war kein guter Kopfball, klar. Ah, wenn Bella Kotte hat, ja, der hat es nochmal probiert. Ja, das machen Sie richtig gut, sind dicht an ihm dran. Den Konter kaum besser machen. Schade. Acuña. Acuña, der. Da haben wir also den kommenden Gegner von Hertha BSC. Ja, es geht ja Freiburg. Also wir gegen Stuttgart und die Bundesliga. Berliner gegen den SC Freiburg. Eine Kiste werden, wenn man die Mannschaften mal so vergleicht. Becker. Ja, der setzt sich da durch, der Timo Becker. Er versucht mit der Grätsche, das ist natürlich gefährlich. Latza, rein damit ins Tor. 5-0. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Aber wie gesagt, erst Becker, der zweimal zwei Leute da stehen lässt und dann ist Kobylanski, der das Ding nur in die Latte kriegt und dann. Jo. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal. Latza mit dem nächsten Tor. Auch für ihn das erste Pokaltor. So, und dann kann man nochmal wechseln. Und dann bringen wir gut dazu. Nochmal was für die rechte Seite. Hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Leider kann ich nur dreimal wechseln. 5-0 steht hier also kurz vor dem Ende. Klare Sache. Wir und wieder 5 Tore gegen die Hertha. Diesmal aber ohne Gegentor geblieben. Bisher zumindest. Der nächste Gegner des FC Schalke 04 heißt VfB Stuttgart. Wenn Sie da genauso weitermachen, wie Sie sich heute präsentiert haben, dann wissen Sie keine Angst haben. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. So ist es. Becker. Der auch viel getan hat und vieles gemacht hat und alles. So, kein Abseits übrigens. Und jetzt die Chance. Und das ist dann der nächste Nackenschlag der Hertha. Wieder ein Tor über die rechte Seite und diesmal ist es Kobylanski. Ja, das ist Kutucu mit seiner Vorlage. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Na, noch nicht ganz Berlin. Die eine Mannschaft haben wir schon mal ausgeschaltet aus Berlin. Aber es ist noch das Halbfinale davor. Es sind noch eine Runde davor. Wir wollen natürlich ins Finale, wir wollen das Ding natürlich gewinnen. Und heute haben wir den nächsten Schritt gemacht. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Leider kann ich heute nicht mehr wechseln. Das ist auch egal. Wir sind durch. 6-0 der Endstand gegen die Hertha. Sie haben sich hier durchgesetzt. Also das war wirklich überzeugend, wie Sie in dieser Runde aufgetreten sind. Wollten den Sieg. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ja, Kobylanski eingewechselt, sein Tor gemacht. Schönes Tor gemacht, schönes lange Eck gesetzt, der Endstand. Und damit sind wir hochverdient in der nächsten Runde. Gutes Spiel, gute Partie. Was macht er draus? Die Chance jetzt.
Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im das war gar nicht so unwichtig, das 2:0 vor der Pause noch zu erzielen. So. Verdient gewonnen auf jeden Fall auch in Gladbach gegen Freiburg ist jetzt angepfiffen. Da müssen wir gleich gucken, auf wen wir da treffen. Ich hoffe ja so ein bisschen auf die Dortmund, auf die Bayern. Oh, Bayern spielt gegen Fürth. Dortmund ist ja gar nicht mehr drin, ne? Wie sind die rausgeflogen? Okay, da habe ich damit gerechnet, dass die raus sind. Ich dachte, die wären noch in der nächsten Runde. Wären wir noch mit dabei. Aber egal. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Erwartet eigentlich nicht, muss ich sagen. Gefühlt eigentlich nein. Gefühlt heute eigentlich nein. Nächster Gegner, wie gesagt, ist der VfB Stuttgart dann in der Liga. Und da wollen wir nämlich unsere Jagd ein bisschen fortsetzen nach oben. In Richtung Borussia Dortmund. Ich wollte gerade sagen, es war eigentlich egal. Ich glaube, große Chancen hatten sie, glaube ich, nicht eine oder zwei vielleicht. Zwei Schüsse. Ja, wir haben es auch nicht gerade auf die Reihe gekriegt. Ja, nächster Gegner ist der VfB dann in der Liga. Aber jetzt aber erstmal die Deadline noch schnell in der. Die Transfer-Deadline. Oh, Hertha hat ja auch. Aber Köln hat ja gut 98 Millionen für Thiemann gekriegt. Ich glaube, bei uns wird eh nicht mehr groß was passieren. Es sei denn, passiert noch irgendwas. Oh, was erholt Milinkovic Savic. Dortmund hat 114 Millionen für Ta und Flasic ausgegeben. Krass. Na, da wird nicht mehr viel passieren jetzt in der Deadline. Fast eine Milliarde schon. Jetzt haben wir sie. Ja, es ist halt nur der 91er Paulinho gewesen. Sondern es passiert jetzt nochmal irgendwas in der. Was haben wir denn hier noch schnell? Ist noch eine Nachricht reingekommen. Transferangebot für Bella Kotschab, okay. Aber nur die 4 Millionen, da brauche ich gar nicht über nachzudenken. Tut mir leid. Nur 4 Millionen möchte ich nicht ausgeben, bekommen für die. Da brauche ich gar nicht reinzuhören. Und damit ist das Thema für mich auch schon gegessen. So, jetzt noch drei Nachrichten rein und dann machen wir Feierabend. Okay. So, gucken wir mal gerade kurz rein, ob wir hier noch so das. Okay, Jugend befördern. Ja, sind ein paar Leute hochgekommen, ja. Ich habe ja so ein paar Leute geholt. Aber guck mal, da sind schon wieder so ein paar Jugendspieler dabei, wo ich. Was möglich wäre, ne? Ja, lass mal die noch ein bisschen arbeiten und dann kann man das passieren, dass wir die irgendwann in der Profimannschaft sehen. Gut, liebe Leute, wir würden sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann heißt es, der Gegner heißt dann VfB Stuttgart.